Das hier ist der Monobartentwickler DF96 von Cinestill Film. Die Idee eines Monobartentwicklers ist, seine Schwarz-Weiß-Filme zu entwickeln, während man gleichzeitig fixiert, das also alles in einem Schritt zu machen und damit seine Entwicklung zu vereinfachen. Die Frage ist, ob das funktioniert. Lasst uns drüber reden. Hallo liebe Freunde der analogen Fotografie und herzlich willkommen zurück. Ein Vorteil bei der Schwarz-Weiß-Fotografie ist, dass es kein standardisiertes Verfahren gibt und man immer jeden Film mit unterschiedlichen Entwicklern unterschiedlich konzentriert behandeln kann. Und ein neuer Entwickler auf dem Markt ist dieser hier, der quasi so ein bisschen Standardisierung in die Sache bringen könnte. Das ist der DF96 von Cinestill Film. Und bei dem handelt es sich um einen sogenannten Monobart-Entwickler. Monobart-Entwickler enthalten sowohl den eigentlichen Entwickler als auch den Fixierer, sodass die ganze Entwicklung zuzüglich des Schlusswässerns in einem Schritt passieren kann. Dabei ist es auch relativ egal, welchen Film man nimmt. Wichtig ist nur, dass man hier ein bisschen auf die Temperatur achtet. Vorgesehen ist die Nutzung des Films, Entwicklers bei 27 Grad Celsius. Dann hat er eine Grundentwicklungszeit von 3 Minuten. Man kann die Temperatur etwas reduzieren. Bei 27 Grad agitiert man quasi ständig, hält die Entwicklerdose ständig in Bewegung. Wenn man die Bewegung reduziert, also quasi einmal die Minute, oder alle 30 Sekunden einmal schüttelt, verlängert sich die Entwicklerzeit auf 4 Minuten. Man braucht aber nur noch 24 Grad. Oder man kann sogar bei 6 Minuten und wenig Agitation, also anfänglich und zwischendurch nochmal, das Ganze bei 6 Minuten und Raumtemperatur nutzen. Und das macht das Ganze ganz interessant, dass man es einfach aus dem Schrank nehmen kann, den Film in die Entwicklerdose bringt, sei es jetzt in der Dunkelkammer oder im Wechselsack und das einfach aus dem Schrank drauf geschüttet und 6 Minuten später oder 7 oder 8 ist das Ganze entwickelt. Man kann das Ganze auch mehrfach benutzen, sodass man einfach das Ganze nach dem Entwickeln zurückschüttet. Man muss dann für zukünftige Filme ein bisschen die Entwicklerzeit, die Entwicklungszeit anpassen und zwar um 15 Sekunden pro Film, den man schon genutzt hat. Hier sieht man, ich habe hier schon 5 Filme entwickelt, hoppla. Man kann natürlich auch weiterhin pushen, indem man die Temperatur erhöht oder reduziert. Ansonsten hat das Ganze eine Temperaturtoleranz von 1 Grad. Das ist auch so in etwa das Plus-Minus an Über- und Unterbelichtung, was so ein Film ab kann. Das Ganze hat etwa eine Haltbarkeit von 1 Jahr, wenn es nicht angebrochen wurde. Ansonsten würde ich schätzen von 1 Monat, denn da kommt natürlich dann die Luft und der Sauerstoff entsprechend dran. Der Hersteller sagt, man könnte damit 16 Filme entwickeln, wobei sicher auch noch etwas mehr drin ist. Aber nach 16 Filmen ist vielleicht nicht mehr ganz so klar, dass die Konzentration des Entwicklers und des Fixierers noch so aufeinander abgestimmt sind, dass das Ganze funktioniert, ohne dass man über- oder unterentwickelt. Aber ich würde sagen, genug der Worte, schauen wir uns einfach mal ein paar Ergebnisse an. Thank you.
Ja, nicht schlecht, oder? Also, man kann natürlich die Ergebnisse dann noch ein bisschen modifizieren, indem man Filter nutzt. Das ist ja in der Schwarz-Weiß-Fotografie sowieso nicht so eine schlechte Idee, wenn das Objektiv das zulässt. Ansonsten wird der Film oder der Entwickler jedes Mal gleiche Ergebnisse liefern. Man kann natürlich das Ganze auch noch variieren, indem man ein bisschen Push und Pullt, beziehungsweise hier dann die Temperaturen entsprechend ändert oder den Film irgendwie anders belichtet. Das soll es aber für heute schon gewesen sein. Ich danke fürs Zusehen, Liken, Teilen und Kommentieren. Danke auch für das Abo, das du da lassen wirst, hoffe ich. Das war komisch. Ansonsten danke ich natürlich den Sponsoren. Dazu weitere Infos hier oben in der Ecke und unten in der Videobeschreibung. Und das war's für heute. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.